Es gibt keine Zweifel, dass er auch zum Opfer von Volgar werden könnte. Solange Emmendor lebt, stellt er eine Bedrohung für Volgars Machenschaften dar. Da ist mir doch aus Versehen schon das nächste lang gesprochen, obwohl es mit den anderen noch nicht fertig war. Deswegen werde ich es nochmal kurz vorlesen. Bringt diesen Brief mit meinem Siegel zu Fürst Elfenmoor und bittet ihn um Hilfe bei eurer Aufgabe, Emmendor aufzusuchen. Nur das Geheimnis von Galdrins Horn verfügt über die Kraft, seine hübsche Tochter zu retten. So, den Rest habt ihr ja schon gerade gehört. Deswegen geht's weiter. Der Magierzirkel wurde in den letzten Zeitaltern begründet. Es handelt sich um eine Versammlung der mächtigsten Magier des Reiches. Er stellt sicher, dass die Magie zum Wohle aller eingesetzt wird. Seitdem Volgar zur Macht gelangt ist, scheint er damit beschäftigt zu sein, den Magierzirkel zu einem Instrument des Bösen zu machen, das seinen eigenen verwerflichen Zwecken dient. Sein Tod erfüllt mich mit furchtbarer Pein. Es tut mir leid, aber ich kann nicht darüber sprechen. Okay. Lebt wohl und eine gute Reise wünsche ich. Er fällt mir gerade wieder ein. Wie wir vorhin zum ersten Mal zu dem Magus Alistair gekommen sind, um mir die Quest für die Magiergilde zu holen, kamen hier Feinde aus der Mondbrücke. Ich persönlich habe so die Theorie, dass die Gegner so geplant sind, dass wenn man wirklich schnurstracks ohne Erkunden das Storyline folgt, muss man ja später mit dem Horn zu dem Magus. Dass die Krimkrab-Soldaten und Magier eigentlich bloß herkommen, um sich das Horn zu holen. So ist meine Theorie darüber. Ob das stimmt oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Ich kann den Entwickler ja nicht fragen, wie er es geplant hat. Wäre ein bisschen schwer für mich. Also man sagt mir, wie ich das machen sollte. Mindestens geht es jetzt in den Palast. Und dann können wir aus Fernheim verschwinden. Haben zwei Quests zu tun. Die für die Magiergilde wird als erstes gemacht, da wir wegen der extra nochmal irgendwo in die Ecke hinter müssen. Und die andere liegt uns ja im Grunde direkt auf dem Weg, wo wir hin müssen. Also ist das schon mal perfekt. Es gibt noch Teile von Fernheim, die ich jetzt nicht erkundet habe. Beziehungsweise Händler, mit denen ich noch nicht gesprochen habe. Das liegt daran, dass ich das jetzt nicht alles auf einmal machen will, weil es sonst ziemlich viel Zeit noch beanspruchen würde. Und ich würde das lieber dann erstmal machen, weil ich werde wegen ein paar Quests nochmal nach Fernheim zurückkehren. Und da werde ich das dann alles nachholen. Weil mir das dann lieber ist, weil ich ja dann die ganze Freiheiten im Laufen hin und her so habe. Und dass ich mich dann auch immer irgendwo hin und porten kann. Na okay, ja, stimmt. Dass es dann nicht mehr so auffällt, wenn ich mal kurz keiner darf den Palast so ohne offizielle Genehmigung betreten. Wir reden mal mit ihm hier. Niemand darf Fürst Davenmoor sprechen. Was sagt ihr? Mein Fürst hat sich in den Palast zurückgezogen, seitdem die Jungfer Elowin verschwunden ist. Genau. Die Tochter unseres Fürsten ist einfach eines Nachts verschwunden. Wisst ihr etwas über den Verbleib von Jungfer Elowin? Wenn ihr etwas hört, meldet es sofort der Stadtwache. Wie ich sehe, habt ihr einen Brief mit äußerst dringenden Neuigkeiten. Ihr dürft passieren. Bringt den Brief, geht weiter. Und nun geht's hinein in den Palast. Später noch werden wir hier richtig schöne Schätze finden. Rödelt hier nicht herum, geht weiter! Aber jetzt spoiler ich ja schon ein Stückchen, deswegen erzähle ich das gleich mal gar nicht weiter. Halt! Ich muss eure Papiere kontrollieren. Ja. Niemand darf den Thronsaal betreten und Fürst Davenmoor sprechen, außer es geht um die offiziellen Belange des Reiches. Der Brief enthält wichtige Neuigkeiten für euch, mein Fürst. Mein Fürst, hier ist ein Bote von Seneschall Alistair. Geht weiter! Eine Krone ist eine schwere Last.
Welche Neuigkeiten bringt ihr? Zeigt das mal her. Verdammt! Der Seneschall hat versagt. Diese albernen Spielchen meiner Tochter werden uns noch alle ruinieren. Oh, mein dickköpfiges Kind. Warum machst du deinem Vater solchen Ärger? Aber Moment mal. Was ist das? Alistair schreibt hier, dass ihr einen magischen Gegenstand gefunden habt, der einst Galdrin gehörte. Zeigt ihn mir mal her. Na super. Was mag dieses Horn wohl für ein Geheimnis verbergen? In seinem Brief schlägt der Seneschall vor, dass ihr euch nach Arendtal begebt und um eine Audienz bei Emmendor nachsucht. Ja, vielleicht kann der Elfenzauberer meine Tochter finden. Der Seneschall glaubt, dass ihr vertrauenswürdig seid. Ich selbst weiß nicht mehr, wem ich trauen kann, denn der Feind könnte sich mitten unter uns befinden. Vor ein paar Tagen habe ich entdeckt, dass meine Tochter Elevine auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Ich gebe zu, dass wir uns am Abend zuvor heftig gestritten hatten. Aber sie versteht es einfach nicht. Das Königreich ist in großer Gefahr und alles ist verloren, wenn wir sie nicht so schnell wie möglich wiederfinden. Jemand in diesen Mauern hier war an ihrem Verschwinden beteiligt, da bin ich mir sicher. Sprecht mit ihrer Kammerzofe. Die beiden haben dauernd miteinander rumgetuschelt. Meine Wache wird euch Zutritt zu den oberen Gemächern gewähren. Doch bevor ich euch nach Arendtal abreisen lasse, muss ich wissen, ob es im Hause Davenmore einen Verräter gibt. Geht und findet heraus, so viel ihr könnt. Und dann berichtet mir, was meiner Tochter zugestoßen ist. Verschwendet keine Zeit. Tut eure Pflicht. Natürlich gibt es hier einen Verräter. Den können wir noch nicht entlarven. Worauf glotzt ihr so? Aber darauf freue ich mich schon, diesen hocheingebildeten Verräter mal kurz meine Klinge schmecken zu lassen. Denn das würde wieder ein Riesenheiden dem Metzel. Der Palast ist heute in völliger Aufruhr. Habt ihr mich aber erschreckt? Tut mir leid, aber ich bin im Moment sehr beschäftigt. Oh, bitte, wenn ich euch etwas sage, so erzählt Fürst Davenmore nichts davon. Er würde mich umbringen. Aber wenn ich behilflich sein kann, meine Herren zu finden, ist vielleicht alles wieder gut. Sie hatte sich in dieser Nacht sehr über ihren Vater geärgert. Meine arme Herrin Elovin hat sich nämlich in Valdane Gremer, den Hauptmann der königlichen Wache, verliebt. Aber Fürst Davenmore bestand darauf, sie solle den widerlichen Fürsten Grimgrab heiraten. Die Jungfer war völlig aufgelöst und sagte, sie könne mit dieser entsetzlichen Lösung nicht leben. Sie schwor, mit Valdane in das Reich von Valdanes Vater, Fürst Gremer von Roten, zu fliehen. Aber Fürst Davenmore gab den Befehl, Valdane festzunehmen und ihn weit aus Fernhain fortzubringen, auch wenn ich nicht weiß, wohin. In den frühen Morgenstunden weckte mich die Herren und kündigte an, sie werde Fernhain verlassen. Schnell packte ich ihr ein paar Sachen und gemeinsam schlüpften wir beim ersten Licht der Dämmerung aus dem Palast. Die Herren trug eine Haube und war gut verkleidet. Den Wachen an den Toren erzählte ich, sie sei eine Kurtisane des Fürsten, die nun nach Hause wolle. Jenseits der Tore wartete schon eine andere Frau auf sie. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war das Mädchen, das in der Schenke arbeitet. Ich bat inständig, sie begleiten zu dürfen, aber die Herrin sagte, es sei viel zu gefährlich. Sie brauche mich als ihr Auge und Ohr im Schloss. Sie versprach, mich zu benachrichtigen, wenn sie in Sicherheit sei. Aber das war vor 3 Tagen und bisher habe ich nichts von ihr gehört. Bitte, ihr müsst versuchen, Jungfer Elovin zu finden und sie zu überreden, zurückzukehren. Fürst Davenmore ist völlig verzweifelt und ganz krank vor Sorge. Hoffentlich findet ihr Jungfer Elovin, bevor ihr etwas zustößt. Also in dem Gasthof werde ich später der Frau reden. Verschwindet hier, bevor daran, ich euch durchbohre. Praktisch in einen Weg dann reinfügen kann. Ihr dürft passieren. Zweimal hin muss. Nun los, erzählt mir, was es Neues gibt. Schnell, erzählt. Verdammt. Ich wusste es. Alles wird zugrunde gehen. Ich erteile euch den Befehl, euch schnellstens nach Arendtal zu begeben. Trefft euch mit Emmendor und überredet ihn, meine Tochter Elovin zu suchen. Kehrt sofort zu mir zurück, sobald ihr etwas von ihm zu berichten habt. Jetzt geht und beeilt euch, bevor das Königreich vor die Hunde geht. Verschwindet endlich nach Arendtal und findet meine Tochter. Sehr freundlich. Halt, gebt euch zu erkennen. Halt, gebt euch zu erkennen.
Das Beste ist, man braucht mir da bloß erzählen, das, was sie eigentlich schon wussten, nämlich, dass die Tochter aus Aachenthal entkommen ist. Das haben wir auch vorher noch nicht gewusst. Ich hätte morgen in der Ecke von Aachenthal von Fernhain rumsitzen können. Warum bin ich jetzt gerade bei Aachenthal? Halt! Die Stadttore sind auf dem Da. Die Stadttore sind, wie ich sehe, handelt ihr im Auftrag. Und das waren bloß ein paar Wachen, mit denen wollte ich nicht reden. Tut mir leid. Ich will nämlich endlich hier raus. Ich will nach Aachenthal. Aachenthal. Es ist Nacht, nach super. Egal. Nach Aachenthal geht's später. Erstmal will ich woanders hin. Und zwar ist eine Quest erledigen. Nämlich die Quest für die Magiergilde. Dazu müssen wir diesen schönen langen Weg, den ich wie gesagt nicht herausschneiden werde, entlang gehen. Wo auf uns viele random Gegner lauern. Und irgendwas ist doch gespawnt. Ich habe den Rucklack doch gemerkt. Ha. Merkwürdig. Ab in die Bohlenfelder. Beziehungsweise Bohlenfeld. So nennt man das auch. Na egal. Wir müssen da nicht ganz hinter. Obwohl wir, glaube ich... Na doch, wenn wir ins Gasthaus gegangen, hätten wir mit der Frau geredet. Müssten wir weiter in die Bohlen... Müssten wir sogar in die Bohlenfelder, wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube, das geht dann auch beim nächsten Mal, wenn wir dahinter müssen. Und das müssen wir garantiert. Und hier spawnt doch irgendwas. Oder ich lade schon an Verfolgungswahn. An spawnenden Verfolgungswahn. Ich hab was gehört. Woher kommt der? Ach. Och. Süß. Ganz drei Stück. Schade, dass sie nicht so viele Erfahrungen geben. Na, komm mal her hier. Ich hab doch was für dich. Ja, guck mal. Ich hab was für dich. Und danke für die Heiltränke. Die helfen mir sehr weiter. So, und weiter geht's. So. Hier sind wir beim Freien des Celestischen Lichts. Hier muss man hin, wenn man dem Celestischen Orden in Orden sich anschließt. Sprich, man spielt Celestica oder Wildjagdgilde beitreten, wenn man eine andere Klasse gewählt hat. So persönlich habe ich eigentlich nichts gegen die Gilde, weil die Magie von der ist eigentlich auch eigentlich nicht schlecht. Nur es ist eben nicht mein Ding. Ich komme mit den Arkan-Zaubern, fange mit den Zaubern, die bei der Arkan-Magie vorhanden sind, die es ja bei der Celestischen Magie nicht gibt, weil es da andere Zauber sind, bla 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 bla, viel besser klar. Weil die auch stärker sind, weil die arkane Magie ja zu ziemlich großen Teil, Klammern vielleicht 100%, auf Schaden gehen. Und ein Nahkämpfer, der auch Kampfzauber hat, ist nicht gerade schwach, sagen wir es mal so. Also der haut schon ziemlich heftig rein. Oh, Fische. Können wir uns eigentlich auf irgendwas, weiß ich gerade gar nicht, weil das Wasser ist eigentlich ziemlich flach. Lass mich durch. Ja, die können uns verfolgen. Ja, das war ein Fisch. War ich in meinen Gedanken schon noch richtig? Und da sind wir. Na. Zu doof, ein Stückchen hochzugehen. Idiot. Wo haben wir sie denn? Ah,
Da ist er. Eine Rose erblüht in dieser alten Hütte. Hallo, Jungspund. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Wollt ihr nicht mal meine neueste Kreation verkosten?